Herzlich willkommen zur 1000 PS Wochenshow, die einzigen Nachrichten mit 1000 PS. Diese Woche ein bisschen später als gewohnt. Na wieso? Ganz klar, die MotoGP war in Österreich, die MotoGP war am Red Bull Ring und ich hatte die Freude, ich durfte mit Triumph Deutschland dort sein. Bevor ich aber darauf zu sprechen komme, reden wir mal kurz über die Rennen. Moto3 ist an Fenati gegangen. Er hat ja letztes Jahr für Negativschlagzeilen gesorgt, indem er einem Konkurrenten in die Bremse gegriffen hat. Aber ich sage mal, der Sieg sei ihm gegönnt. Moto2, ein richtig spannendes Rennen. Da bin ich in Kurve 2 gestanden. Also ich habe gesehen, wie Remy Gardner genau gestürzt ist. Er ist vor mir im Asphalt gelegen. Puh, was für ein Rennen. Weitere Stürze im Topfeld. Aber im Endeffekt hat es Brad Binder vor Alex Marquez ins Ziel geschafft. Also KTM in der Moto2 erfolgreich. Da müssen wir auch gleich auf was zu sprechen kommen. Und natürlich vergessen wir nicht die Königsklasse MotoGP, Marquez gegen Dovizioso. Was für ein Rennen, bis in die letzte Kurve haben sie gefightet. Hat so ein bisschen ein Déjà-vu gegeben an 2017, als Marquez schon den Move in der letzten Kurve gemacht hat. Nur diesmal hat es Dovizioso gemacht und hatte dabei auch Erfolg. Also erneut ist der Red Bull Ring Ducati-Land. Unglaubliche Rennen, die Berichte dazu findet sie natürlich auf 1000 PS. Aber jetzt kommen wir mal auf die anderen News zu sprechen und es geht mit der MotoGP weiter. Und zwar will sich KTM nächstes Jahr auf die MotoGP und die Moto3 fokussieren. Was machen sie deshalb? Ja, sie ziehen sich aus der Moto2 zurück. Ein tragischer Schlag, wie ich finde, vor allem nach dem erfolgreichen Wochenende. Brad Binder hat ja mit dem KTM-Chassis gewonnen. Also wirklich interessante Neuigkeiten. Ich habe auch mit Brad Binder gesprochen in der Pressekonferenz. Er hat gemeint, ja, er hat es vor dem Rennen erfahren, er ist richtig schockiert gewesen. Aber ja, auf der einen Seite findet er es gut, weil nächstes Jahr steigt er in die MotoGP auf, sprich es sind mehr Hände in der MotoGP verfügbar. Und andererseits muss er schon sagen, dass er es traurig findet, weil ja, KTM hatte zwar vielleicht ein kleines Defizit in der Moto2 gegen die Konkurrenten, aber jetzt ist ein Rivale weg. Also es sind jetzt nur mehr weniger Chassisbauer verfügbar. Ja, wir müssen schauen, wie es dann weitergeht mit KTM in der Moto3 und in der MotoGP. Ich habe auch mit einem der Geschäftsführer von Kalex gesprochen, oder wie wir ihn genannt haben, Alex von Kalex. Und auch er hat gesagt, ich finde es traurig, weil es ist halt schlecht für die Meisterschaft, wenn ein Hersteller wegfällt und somit nur mehr weniger Rivalität vorherrscht. Aber so viel mal dazu, alle Einzelheiten und auch die Begründungen von KTM findet ihr natürlich auf der Website. Ich habe es ja vorhin schon angeteasert, ich war mit Triumph Deutschland am Red Bull Ring. Na, wieso war ich mit Triumph Deutschland dort? Ganz einfach. Triumph ist ja der Motorenlieferant für die Moto2 und sie haben uns eingeladen, mal einen Blick hinter die Kulissen zu werfen. Wie läuft das ab? Wie läuft vor allem ein Testtag ab bei der Moto2? Das heißt, wir waren noch am Montag dort nach dem Rennen und haben ein bisschen die Tests zugeschaut. War sehr interessant, wir konnten mit Kalex sprechen, wir konnten mit Extern Pro sprechen. Das ist die Firma, die die Motoren von Triumph nimmt, umbaut und dann an die einzelnen Teams verteilt. Wir konnten auch noch sprechen mit Dunlop, der halt Reifenhersteller ist für die Moto2 und die Moto3. Und zuletzt noch mit Sam Lowes, ein Fahrer aus der Moto2 und dem Teammanager von Mark VDS, das ist das Team, wo Alex Marquez mitfährt. Es gibt aber eine kleine Enttäuschung und zwar kann ich euch leider kein Video dazu bringen, ich habe mein Bestes versucht, aber die Dorna, die Muttergesellschaft der MotoGP, ist ja ganz, ganz strikt und hat gesagt, nein, kein Video, egal ob es Indoor ist, von der Strecke, wir dürfen kein Video produzieren. Also muss ich mich oldschool besinnen, ich habe schöne Bilder für euch gemacht, einen Text für euch geschrieben, der geht am Freitag auf unserer Website online. Ich verlinke unten schon mal sicherheitshalber auf die Webseite, aber am Freitag lest ihr den ganzen Bericht über die Moto2 Behind the Scenes mit Triumph, ist sicher spannend, zieht es euch rein. Und zuletzt, wenn wir schon in der Motorrad-Weltmeisterschaft sind, müssen wir auch sozusagen das schwarze Schaf zurzeit noch ansprechen. Die Moto E will sehr fortschrittlich sein, zukunftsweisend sein. Aber sie stehen halt zurzeit unter schwerer Kritik. Und zwar nachdem im März schon in Jerez die ganze Bude abgebrannt ist und alle Bikes, alle Laptops, alles Equipment der Teams zerstört wurde, ist auch am Wochenende am Spielberg wieder ein Motorrad explodiert und im Endeffekt in Flammen aufgegangen. Das Feuer konnte zum Glück schnell eingedämmt werden durch das Personal vor Ort. Aber trotzdem, es gibt halt Anlass zum Zweifel, ob die Moto E so sinnvoll ist. Ganz einfach, weil die Motorräder mit Dieselgeneratoren geladen werden. Und da fragt man sich halt doch, ja, wie grün ist das dann wirklich, wenn die Elektromotorräder mit alten Dieselgeneratoren aufgeladen werden? Vor allem, man ist da nicht so offen, also die Dieselgeneratoren waren hinter Absperrungen versteckt, man konnte sie nicht wirklich sehen.
Da steht ein bisschen die Moto E zurzeit unter Kritik, aber alle Details dazu findet ihr in einem schönen Bericht auf unserer Website auf 1000 PS. Kommen wir weg vom Rennsport, gehen wir auf die große Reise, und zwar unser Jungspund bei 1000 PS, der Gregor, war ja auf seinem Norwegen-Trip mit der Honda CB500X. Ich wäre gerne mitgefahren, aber ich habe meinen Knöchel gebrochen. Lange Geschichte. Im Endeffekt ist er dann allein unterwegs gewesen mit ein paar Freunden und hat sich Norwegen auf der Honda CB500X angeschaut. Da hat er zwei sehr, sehr schöne Berichte gemacht für euch. Einerseits ein Reisebericht, andererseits ein Testbericht bei Honda CB500X auf Langstrecke. Sie sind beide schon auf unserer Website. Und er ist auch gerade dabei, die beiden Testvideos zu schneiden, also einen Reisebericht und einen Testbericht über die Honda. Kommt alles bald auf YouTube, aber ich würde euch mal empfehlen, lest euch die Berichte durch, sehr detailliert, und schaut euch vor allem die Bilder an, weil Norwegen ist einfach wunderschön. Also zieht es euch rein, Link ist unten in der Beschreibung. Zuletzt waren wir noch letzte Woche beim Test der Kawasaki KX250, die neue Motocross von Kawasaki, die jetzt für 2020 deutlich überarbeitet wurde. Der Alu war dort, ist aber nicht selber gefahren, für uns ist Niki Kalina gefahren, der in den Top 10 der österreichischen Motocross-Weltmeisterschaft mitfährt. Also der kennt sich aus mit Motocross. Der Test fand in Niederösterreich statt, wir haben tiefe Einblicke bekommen. Testbericht und Galerie sind schon online, das Video folgt natürlich bald auf unserem YouTube-Channel. Und bevor ich mich jetzt verabschiede, will ich euch noch erinnern, am Freitag ist wieder ein 1000 PS Bridgestone Track Day, und zwar am Slowakiering. Wir sind wieder vor Ort, wir freuen uns natürlich schon sehr auf euch. Und wie ich schon vorhin gesagt habe, Freitag, nicht vergessen, kommt die Story online über Behind the Scenes bei der Moto2. Ich glaube, es ist wirklich interessant. Also ich hoffe, ihr lest das, ich hoffe, ihr habt Spaß. Wie schon gesagt, Video leider keins, aber es lag nicht an mir, ich war voll motiviert. Aber damit verabschiede ich mich auch schon wieder. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns das nächste Mal, wenn es wieder heißt, willkommen bei der 1000 PS Wochenshow, die einzigen Nachrichten mit 1000 PS. Servus, Papa!